Palmöl ist buchstäblich in aller Munde. Schokoladencremes, Kekse, Biomargarine. Weltweit finden sich 71% der Palmölproduktion in Lebensmitteln wieder. Weitere 24% gelangen in Kerzen, Seifen, Kosmetika und andere Industrieprodukte. Die restlichen 5% werden energetisch genutzt, unter anderem in sogenannten Biosprit. Palmöl ist mit einer Jahresernte von zurzeit 50 Millionen Tonnen noch vor Sojaöl das wichtigste Pflanzenöl der Welt. Und die Zuwachsraten sind schwindelerregend. Seit den 1980er Jahren haben sich die Plantagenflächen etwa verzehnfacht. Das bringt Probleme mit sich, denn Ölpalmen gedeihen nur dort, wo eigentlich der Regenwald wuchern sollte. In einem schmalen Bereich rund um den Äquator zwischen dem 10. Grad nördlicher und dem 10. Grad südlicher Breite. So kommt es seit Jahrzehnten zur Verdrängung. Mehr als ein Viertel des tropischen Regenwalds, der bis 2008 im Wesentlichen Borneo gerodet wurde, ging auf das Konto neuer Palmölplantagen. Es berichten Forscher in einer Studie Anfang 2012, hierbei sind Rodungen, die zunächst der Holzgewinnung dienen, noch nicht mitgerechnet. Tatsächlich geht jedoch beides oft Hand in Hand, sagt Deborah Weinbuch von der Umweltorganisation Rettet den Regenwald. Meist liefert das Tropenholz die Erstfinanzierung, der restliche Bewuchs wird abgebrannt und dann folgen die Palmölplantagen. Die dehnen sich immer weiter aus. Laut WWF bedecken die zugehörigen Plantagen weltweit schon über 12 Millionen Hektar. Das entspricht der Fläche der beiden größten Bundesländer Bayern und Niedersachsen. Besonders drastisch ist dies in Malaysia und Indonesien geschehen. Von dort stammen heute 87% des Palmöls. Besonders auf der Insel Borneo wird gerodet. Lebensraum von Orang-Utans vernichtet. Werden Torfböden trockengelegt. Lässt sich das Problem am runden Tisch lösen? Um den Raubbau in den Griff zu bekommen, rief der WWF schon 2004 den Roundtable on Sustainable Palmöl ins Leben. Etliche Palmölproduzenten, Händler und Verarbeiter sind dort Mitglieder, gemeinsam mit einigen weiteren Umweltverbänden. Martina Fleckenstein, Leiterin Agrarpolitik des WWF Deutschland, betont allerdings, dass die Mitgliedschaft eines Unternehmens allein noch nichts aussage. Sie ist sehr leicht zu erlangen, erst wenn das produzierte Palmöl als nachhaltig zertifiziert werden soll, sind die Hürden etwas höher gesteckt. Dann muss etwa nachgewiesen werden, dass nicht auf dem Gebiet mit hoher ökologischer oder kultureller Bedeutung angebaut wurde. Ja, ja, vielen Dank. Franz Heiter, unser Wachtmeister, hat mir aus der Seele gesprochen. Es ist ja furchtbar, unsere Lebensgrundlage wird vernichtet durch diese verfluchten Palmölplantagen, wo andere Leute ihr Geld verdienen wollen und wir Orang-Utans, wir wissen nicht mehr, wo wir leben sollen. Franz, das war gut, was du gesagt hast. Wir werden die Sache weiterverfolgen. Wir werden sie weiterverfolgen. Wir werden alles machen, damit wir noch weiterleben können. Unsere Kinder und. Vielen Dank, Franz Heiter, für deine Statement.